und Talk. Sie zaubert anderen ein strahlendes Lachen ins Gesicht. Selber haben die beiden schönen Abivardi-Schwestern im Moment aber gar nichts zu lachen. Das Zahlungsproblem kratzt am Image von ihrem Zahnärztezentrum am Hauptbahnhof Zürich. So liefern verschiedene Kunden Produkte nur noch gegen Barzahlung. Das erstaunt. Sind die beiden doch noch im Jahr 2007 als Unternehmerinnen des Jahres ausgezeichnet worden? Dana Gablinger. Ja. Happige Vorwürfe gegen Zahnarztschwestern Halle und Golnar Abivardi. Die beiden sollen in massiven Zahlungsschwierigkeiten stecken und es sollen die Betreibungen von über 500'000 Franken gegen sie laufen. Das wegen AHV-Rückstände und Steuern, die nicht beglichen worden sind. Das geben sie im Sonntagsblick auch zu. Trotz mehrmaliger Versuche, mit den Geschwistern Abivardi in Kontakt zu treten, haben sie sich bei Telezürich den ganzen Tag nicht gemolden. Neben den buchhalterischen Vorwürfen geraten sie auch wegen anderen Punkten in Kritik. So haben sie vor gut einer Woche angekündigt, ihre Implantatspreise von 8'000 auf 3'500 Franken zu senken. Für den Claude Andreoni, der ein Spezialist im Bereich Implantat ist, ein fragwürdiger Rabatt. 3'500, ein halber Preis für ein Implantat ohne Krone. Sie müssen sich das mal vorstellen. Normalerweise kostet ein Implantat, ein einfaches Implantat ohne Knochenaufbau, ca. 1'500 bis 2'000 Franken. Für ihn sind Abivardi-Beträge immer noch zu hoch. Trotzdem verkauft Halle Abivardi ihre Preise letzte Woche in der Zürich News als guten Dienst an die Menschheit in diesen harten Zeiten der Krise. Stellen Sie sich vor, wenn man eine Arbeit sucht und eine Lücke vorne hat, dann ist das nicht gerade beeindruckend. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen, dass sich alle alles leisten können. Und vor allem in dieser Rezessionszeit. Der Claude Andreoni fühlt sich als praktizierender Zahnarzt durch solche Aktionen regelrecht verschaukelt. Da wird die ganze Wirtschaftskrise in das ganze Abivardi-System eingebaut. Und ich finde das nicht korrekt, dass man Patienten entgegenkommt in harten Zeiten. Ich glaube, das ist selbstverständlich und das macht jeder Zahnarzt. Man muss nicht gerade das irgendwie mittels einem Artikel oder mit einer Propagandaaktion an die Leute bringen. Laut dem Sonntagsblick sollen immer häufiger Angestellte von der Abivardis künden. Einer von ihnen sagt sogar, Zitat, «Wir haben alle eine Mordsangst vor Bednen».